ganz zufrieden bin ich mit diesem i3 Mega S noch nicht. Was für Probleme hat er? Er hat zum einen das Problem, wenn ein Stromausfall ist, hatte ich wirklich, er merkt sich das nicht, wo er stehen geblieben ist. Außerdem ist die Düse so heiß, dass sie ein Loch in den Druck macht. Und eben er beginnt oder macht nicht weiter dort, wo er aufgehört hat. Das funktioniert auch nicht, wenn man eine Pause macht und eben ausschaltet und dann wieder einschaltet. Das merkt er sich auch nicht. Auch beim Pause machen das Problem, dass eben die Düse nicht nach oben wegfährt. Das heißt, auch wieder ein Loch in den Druck hineinbrennt. Dann hat er jetzt schon ziemlich am Anfang das Problem, dass es nicht gehaftet hat richtig. Deswegen habe ich jetzt mit Isopropanol die Platte gereinigt noch einmal und hoffe, dass jetzt dieser Druck funktionieren wird. Das sind so meine Erfahrungen bis jetzt mit diesem Drucker. Es druckt auch nicht ganz sauber, aber okay, das kann man hinnehmen. Man kann Fäden, die ein bisschen wegstehen, die kann man ja wegschneiden oder halt wegtun. Sonst kann ich jetzt derweil noch nichts sagen. Er ist schnell, aber jetzt bei diesem Druckauftrag braucht er dann auch wieder lange, weil eben das ein sehr großes Druckauftrag ist. Das wird die Hälfte eines Schiffes. Den ersten Teil des Schiffes hat er jetzt fertig ausgedruckt. Hat fast 2 Tage gedauert. Ja, bin recht zufrieden. Natürlich hat er irgendwo immer wieder ein bisschen Fäden wegstehen, aber die kann man ja entfernen. Von der Größe passt es jetzt auch so halbwegs zu 1:87. Und das einzige Problem, was ich jetzt gehabt habe, ich weiß nicht, ob es deswegen war, weil ich das über die Nacht noch drauf gelassen habe. Es hat ziemlich fest an der Platte noch geklebt und ich habe die Platte dann ein wenig erwärmt auf 40 Grad und dann ist es mit der Hilfe von einer Spachtel runtergegangen. Jetzt kommt dann der zweite Teil. Andererseits muss ich sagen, ja, bin ich sehr zufrieden mit dem Druck. Auch die Feinheiten, man sieht, hat das schön gemacht. Auch wenn er da jetzt keine Stützstruktur teilweise gehabt hat, hat er trotzdem eben alles schön sauber gemacht. Ja, das Schiff ist auch fertig gedruckt jetzt einmal. Alles zusammen hat so, naja, 4-5 Tage gebraucht. Jetzt muss ich dann noch schauen, dass wir das dann da zusammenkriegen, ob das so zusammenpassen wird. Nicht wirklich, aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Gedruckt hat er auch die feinen Sachen recht schön, wie ihr sehen könnt. Fäden stehen noch weg, das muss ich noch alles natürlich putzen. Aber ich muss sagen, so im Großen und Ganzen hat er recht gut gedruckt, dieses Schiff. Hat jetzt ungefähr die Größe nicht ganz, aber fast eben für 1:87. Ich habe es gestern ausprobiert mit einer Figur, die schaut gar nicht so schlecht drauf aus, also dass die Tür passt ungefähr. Passt. Falls ihr kennt das Schiff, ja, nehme ich heute mal an, dass das so ist, wie das eben im Film war von King Kong. Das war das passende Modell, das eben von der Größe her passt und auch auf meinen Drucker zum Drucken gegangen ist. Das habe ich ja schon recht schön alles geputzt. Natürlich muss da noch ein bisschen was gearbeitet werden, es muss noch bemalen werden, da müssen noch Fenster eingesetzt werden. Es ist noch ein Stück Arbeit dabei, aber im Großen und Ganzen, ja,
bin ich sehr zufrieden mit dem Druck und der Drucker arbeitet recht gut, aber sonst im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit diesem Drucker, kann ich nur empfehlen. Ich sehe gerade, sogar die Ketten schauen recht gut aus, da die nochmal näher rüber gehe. Also das, ihr seht da vielleicht eben die, sogar eine Kette hat er gedruckt. So schaut das Schiff jetzt zusammengefügt aus. Natürlich hat das nicht ganz gepasst. Ich habe ein bisschen schleifen müssen, damit das zusammengegangen ist. Und es ist um, naja, so 2 mm versetzt ein bisschen. Das kriegen wir mit den Spachteln weg. Da muss ich mir dann noch was einfallen lassen. Ja, aber da wird mir auch noch was einfallen. Auf jeden Fall schaut das Boot jetzt so aus, wenn wir es hinzugefügt haben. Was ich jetzt noch mache, was ich da schon alles gemacht habe, ist eben es zu reinigen von diesen Fäden und kleinen Muggerlern, die was noch herausstehen. Das ist dann natürlich einmal jetzt die nächste Arbeit, die zu tun ist. Und dann wird es gespachtelt, damit das nicht so diese Struktur vom PLA-Drucker hat. Und dann kann man mit dem Anmalen beginnen. Ja, was jetzt das Schiff betrifft, sind wir jetzt eigentlich so weit, dass wir alles haben, was ich für das Schiff eben auch noch zu sich gebrauche. Ich habe einen großen Container ausgedruckt mit dem PLA-Drucker, auch noch zwei kleine. Mit dem Resin-Drucker habe ich mir da eine Reihe Kisten, doch auch zu kleinere Kisten sowie auch Fässer ausgedruckt, habe die bearbeiten müssen ein bisschen, aber ich finde überhaupt da, die Kisten schauen recht gut aus. Die Datei habe ich mir vom Internet geholt. So ist ja da auch der Resin-Drucker oder der PLA-Drucker wirklich toll, wenn man eigentlich sich solche Sachen alles selber machen kann und nicht kaufen mehr muss. Ja, ich habe da einen langen Container gemacht, weil da in der Mitte mehr Platz war und für die ist dann Platz für die zwei kleine Container. Soweit sind wir jetzt einmal mit dem Projektschiff. Das müssen wir jetzt natürlich alles noch bearbeiten, anmalen, anschauen, wie wir das Ganze dann eben auch platzieren. Und dann ist auch das Projektschiff fertig, aber das sind noch einige Stunden Arbeit und da werdet ihr noch ein bisschen was sehen.